Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 3 in dem Level, das wie folgt heißt, ich habe es mir ehrlich gesagt nicht gemerkt, der weltbekannte oder die weltbekannte Madubu-Schlucht. Ich habe eben gedacht, wir sind in einem Tempel, deswegen der. Zu diesem Level hier gibt es viel über Fledermäuse zu sagen. Da hier ist doch was direkt, oder? Da kann ich doch rein. Zu dem Level hier gibt es etwas Interessantes zu sagen, und zwar... Ich erinnere mich tatsächlich nur noch an eine, hier kann ich wirklich hoch, an eine Kanufahrt, die relativ unsteuerbar war. Und ansonsten habe ich an dieses Level wirklich null Erinnerung. Null. Wird man wahrscheinlich auch gleich irgendwann sehen. Und ich gucke mir aber ganz gerne, also unabhängig davon, ob ich spiele, immer so Videos zu Tomb Raider an. Also gerne Streams. Und so habe ich ja schon mal gesagt. Oder hier ist ganz schön viel sogar. Auch so Bestenlisten, beste Level, schwierigste Level und so. Solche Listen gucke ich von Tomb Raider 1 bis 3, 4 und 5 interessieren mich da eher wenig. Gucke ich mir relativ wenig viele an, wollte ich eigentlich sagen. Und dieses Level, wo bin ich denn hier? Okay, hier kann man scheinbar noch rein. Muss ich wahrscheinlich irgendwie gleich einen Hebel oder sowas finden. Schauen wir mal. Ja, und dieses Level ist irgendwie immer... Also ich gucke das nicht nur bei einem. Was ist das denn? Oh, Reptoiden. Oder ist das einfach nur ein Krokodil? Okay, Reptoiden gibt es hier auch. Aliens. Also, wie die rechte Verschwörungsszene. Quasi alles. Oh, da ist noch einer. Oh, der kommt hier hoch. Der kleine Süße. Ja, was ich eigentlich erzählen wollte, bevor ich hier von Reptoiden angegriffen wurde. Eigentlich so eine ziemlich schlechte Ausrede. Ja, du wolltest mir was ganz Dringendes erzählen. Ich wurde gerade von Reptoiden angegriffen. Ja, ist klar. Es gibt dann Listen, schwierigste Level, beste Level, schlechteste Level, keine Ahnung, leichteste Level habe ich jetzt nicht geguckt. Und immer ist dieses Spiel bei den Spielen einzeln oder sowohl, wenn ich es übergreifend mache, ist es irgendwie mit drin. Und das Level hat wohl scheinbar irgendwie sehr viele... Oder besser gesagt, es ruft sehr viele unterschiedliche Meinungen auf. Und deswegen bin ich sehr gespannt. Es soll, wie gesagt, ziemlich schwer sein und so, hatte ich ja schon gesagt. Ne? Ja, ich glaube, das Schwere bezieht sich wahrscheinlich einfach darum, dass es unfassbar lang ist, wie alle Level hier. Und diese Bootsfahrt, die ist wahrscheinlich eine absolute Tortur. Okay, es sieht so aus, als müsste ich dahin. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich habe mich jetzt nicht vorher irgendwie geguckt oder informiert, wo man hier hin muss. Ich werde zwischendurch bestimmt mal wieder gucken, wo ich hin muss. Das ist mir mittlerweile dann einfach zu doof, weil teilweise sind die Level einfach ein bisschen eklig. Dieser Sprung ist auch ein bisschen eklig, vor allen Dingen. Oh, jetzt muss ich gerade aufstoßen. Auf dem Block könnte man bestimmt auch drauf, aber machen wir nicht. Ja, wenn ich in das Wasser falle, bin ich wahrscheinlich instant tot. Deswegen gibt es ja später dieses wunderschöne Boot. Instant tot und Boot, das reimt sich. Merken wir uns das mal, das wird wahrscheinlich gleich das ein oder andere Mal passieren. Denn diese Bootsfahrt war wirklich, also daran erinnere ich mich noch und ich erinnere mich an relativ wenig und ich erinnere mich daran, dass das Boot nicht steuerbar war, okay. Ach, das ist auch fies, ne? Wenn man jetzt nicht die neue Grafik hätte, würde ich da versuchen hinzuspringen, nicht die alte, Entschuldigung, würde ich versuchen da hinzuspringen. Aber so macht es keinen Sinn. Jetzt ist die Frage, geht das hier auch? Ja, okay. Und geht das hier wirklich lang, ne? Ja, okay, an die Reptoiden konnte ich mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern. Aber, naja, okay, da ist ein Schalter. Und bitte, liebes Spiel, sag mir dann, was passiert ist. Deswegen werden wir nochmal, auch wenn das übertrieben ist, nochmal davor speichern. Aber wenn jetzt gleich eine Sequenz kommt, was irgendwo aufgegangen ist, kann ich mir die unendlich oft angucken. Und es kommt keine Sequenz. Danke, liebes Spiel, aber ich denke mal, das wird direkt hier passiert sein irgendwie. Genau, und ansonsten, ja, was kann ich sonst noch Spannendes aus meinem vielschichtigen Leben erzählen? Ich habe ja immer erzählt, was ich vor den Aufnahmen mache. Eigentlich mache ich das nicht so, aber, was habe ich denn vor dieser Aufnahme gemacht? Tatsächlich, nichts. Ich würde gerne schlafen, aber das mache ich erst nach dieser Aufnahme. Wahrscheinlich. Wo muss ich denn hier hin? Also, wir haben den Knopf gedrückt, das ist prinzipiell schon mal gut. Wir können, also wieder zurück. Nee, ja, wir waren heute bei McDonald's essen. Das ist ein Thema, was eigentlich grundsätzlich nicht so interessant ist für viele. Aber was ich immer interessant finde bei McDonald's,
ist, komme ich da hin? Ja, das Thema alle im, oh, McDonald's, wenn ich da esse, dann kann ich 2 Stunden später wieder was essen. Bei mir ist es wirklich so, ich bin danach pappsatt und fühle mich so trocken und salzig, weil ich habe danach so Durst, weil das Essen so voller Salz ist. Alter, das ist viel schlimmer als alles andere. Okay, ich verstehe gerade nicht so wirklich, was das Spiel vor mir will. Also wahrscheinlich ist jetzt wirklich diese Klappe da vorne aufgegangen, wo ich eben war. Wir gucken mal. Könnte ich mich eigentlich auch. Nee, könnte ich nicht. Wir gucken mal, ne? Eventuell muss ich da jetzt hin, vielleicht aber auch nicht. Dann lade ich einfach wieder den Spielstand. Das ist das Schöne an der Sache. Ja, das ist halt immer so das Problem. Ich finde das so mega salzig und ich habe schon. Es ist jetzt. Ja, das war heute Mittag. Jetzt ist es abends, ein paar Stunden her und ich trinke hier Wasser, 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 weil das so unfassbar salzig ist, das Essen. Finde ich schon irgendwie krass. Aber na gut, was soll ich sagen? Ansonsten esse ich tatsächlich so einmal im Monat ganz gerne bei McDonald's, muss ich ehrlicherweise zugeben. Okay, das ist nicht aufgegangen. Okay, dann habe ich jetzt schon keine Ahnung, wo ich hin muss. Das geht ja direkt super los. Okay, dann ändern wir mal die Grafik zwischendurch, um zu gucken, ob man hier irgendwo sich hochklettern kann. Barry hat bestimmt irgendwas übersehen, wo man sich oben festhangeln kann oder so. Das wäre zumindest wieder typisch. Ansonsten gucke ich halt gleich direkt nach. Ach, guck mal, das ist aufgegangen. Okay. Nochmal als Vergleich. Das heißt, es muss irgend. Das heißt, ich muss da jetzt weiter einfach irgendwie. Das unterstützt die These, dass ich hier jetzt eventuell kletter. Ah, da oben, ich sehe schon. Aber wieso muss ich das dann aufmachen? Das ergibt eigentlich keinen Sinn. Aber hier kann ich auf jeden Fall lang klettern. Ach so, dann kann ich hier hoch. Ach so, okay. Ja, jetzt vielleicht zu McDonald's. Wie gesagt, ich finde McDonald's nicht so eklig wie viele andere. Klar sollte man da jetzt nicht jede Woche oder so essen. Aber einmal im Monat oder so finde ich das vollkommen legitim. Und ich bin ein großer Fan des McCrispy, muss ich sagen. Das war früher mal so ein Aktionshamburger, jetzt scheint es den irgendwie immer zu geben. Und ich wollte auch mal den McPlant probieren, schon seit Ewigkeiten, aber immer habe ich Angst, dass der nicht schmeckt. Und deswegen entscheide ich mich immer für einen anderen Hamburger. Aber irgendwann werde ich den McPlant oder McPlant. Ja, es hat, kann man glaube ich auf beiden Seiten aussprechen. Plant ist halt, glaube ich, die richtigere Aussprache. Aber es gibt bestimmt auch Länder, wo man Plant sagen würde. Kann man immer so zumindest so tun, als hätte man eine Ahnung von Englisch. Okay, was hat das jetzt gebracht? Könnte mich jetzt da hochklettern. Klettern. Ja, wie gesagt, McDonald's essen unfassbar salzig. Ich finde das immer. Ja, also an sich, wenn man es isst, merke ich das nicht so. Aber ja, so 2, 3 Stunden danach. Ach nein, Barry, du bist doch sonst so paranoid und speicherst alle 3 Sekunden. Warum hast du das da nicht gemacht? Ja, seht ihr Leute, deswegen bin ich paranoid und speichere alle 3 Sekunden. Würdest du da bitte hochklettern? Lara? Okay, ich habe einen kuriosen Bug, scheinbar. Naja. Ja, ihr könnt ja auch mal unter das Video schreiben, ob ihr, was ihr so vor McDonald's haltet, wenn ihr das möchtet. Braucht jetzt nicht diese übliche Diskussion starten, McDonald's gegenüber Burger King. Ich muss sagen, also eigentlich wollte ich gar nicht so lange über McDonald's reden. Jetzt sind wir eh dabei. Es gibt ja die Leute, die sagen, oh, Burger King ist besser, oh, McDonald's ist besser. Ich muss sagen, ich finde beide ehrlich gesagt relativ gleich gut. Ich esse auch gerne die, oh, wie heißen die? Chili Cheese Nuggets. Ich weiß jetzt nicht, wie die bei Burger King heißen. Aber die schmecken bei Burger King und McDonald's halt 1:1 gleich zum Beispiel. Gut, Pommes kann man drüber diskutieren, aber ich nehme immer die Curly Fries. Die sind tausendmal besser als alles andere. Ich frage mich auch, warum es Menschen gibt, die freiwillig die Pommes bei McDonald's essen, wenn man die Curly Fries nehmen kann. Das ist ein Mysterium. Ich habe auch schon überlegt, Galileo damit zu beauftragen, aber die haben mich ausgelacht. Ich weiß auch nicht warum. Ja, keine Ahnung, verstehe ich nicht. Die Curly Fries sind so geil. Ja. Aber, wie gesagt, dieses Phänomen, alle sagen immer, oh, McDonald's, danach habe ich 2 Stunden wieder Hunger. Ich bin pappsatt danach, bin den Rest des Tages. Und ich werde jetzt nicht dafür bezahlt, dass. Zu sagen, sondern es ist einfach so. Scheinbar bin ich ein komischer Mensch. Aber dafür finde ich das so salzig und ich muss danach 2 Liter trinken. Das ist echt richtig heftig. Spricht jetzt eigentlich nicht fürs Essen dann, aber na gut. Okay, hier kann man wieder klettern. Da ist eine wunderschöne Tür. Naja, eine Tür ist es nicht. So, ich höre jetzt mal auf, über McDonald's zu reden, sonst kriege ich. Wobei, ne, ich kriege keinen Hunger.
Ah ja, Fast Food ist natürlich. Ja, man muss ein bisschen gucken. Natürlich nicht so gesund. Aber ist das bei euch auch so, dass ihr das so unfassbar salzig findet? Oder habe ich vielleicht eine. Ja. Ach, lass mich einfach runterfallen. Ich kann ja speichern und laden. Wie ein verrückter Mongo. Mongo mit der Bongo. Auch ein tolles Lied. Oh, diese blöden Ficker. Na gut, ich habe nicht so viel AP verloren. Deswegen ist mir das jetzt gerade egal. Speichere ich. Aber das Spiel ist halt, man kann hier jederzeit um die Ecke sterben, deswegen ist es eigentlich sinnig, oft zu speichern. Da kann ich irgendwie hin. Wir gucken erstmal hier. Was hier ist. Das sieht irgendwie so aus, als würde hier irgendwas runterfallen und das wären hier ganz viele Geheimnisse. Okay. Gucken wir mal. Wer hat Mongo mit der Bongo gesungen? Waren das die Kassierer? Oh nee, das ist jetzt nicht deren Ernst, oder? Hallo Reptoidenmensch. Wobei es ist eigentlich. Er ist nicht so menschlich wie Reptoiden. Oh, jetzt bin ich auch noch vergiftet. Oh, das ist ja. Ey, das ist wirklich richtig mies. Ich speichere jetzt mal und lade nicht. Ah, guck mal, da ist so ein. Du kriegst dir hin. Denkst dir nichts Böses, sondern wirst du vergiftet, ne? Ja, na gut. Vielleicht mögen deswegen rechte Menschen Reptoiden nicht, weil die einen vergiften können. Ich hab, weiß nicht, müsste ich jetzt mal mit einem AfD-Wähler sprechen, ob der auch glaubt, dass Reptoiden Leute vergiften. Da gibt es ja die absurdesten Sachen. Eigentlich will ich darüber nicht reden, aber. Also Leute, die glauben, dass irgendwelche Politiker sich treffen und Kinderblut trinken und all so ein Scheiß. Also, naja, egal. Darüber will ich nicht reden. Ja. Nachher denkt einer. Ich will das unterstützen und nee, ich verachte alles in die Richtung. Aber es ist. Also früher, vor so ein paar Jahren, konnte man über sowas noch lachen, aber mittlerweile ist es ja schon traurig. Ja. Wo bin ich hier und was mache ich hier? Ich habe keine Ahnung tatsächlich. Das sieht ja alles irgendwie so aus, als wäre ich falsch. Ist das Wasser da nicht tödlich? Muss ich da einen Körper jetzt reinmachen? Ein Körper. Gibt es eigentlich ein richtiges Wort für Körper? Also hier diesen, was ich gleich, euch gleich zeige. Was ist da? Da ist ein Seil, okay. Da gibt es bestimmt ein tolles, seriöses Wort für. Ich kann mir nicht glauben, Körper! Körper ist so westfälisch, das oder Rhein oder, ja, westfälisch nicht, aber. Ja, ihr wisst schon, Ruhrgebiet oder sowas, ne? Rheinland, Köpper, mach mal hier ein Köpper. Also hier, das ist ein Köpper. Aber dafür gibt es bestimmt ein tolles Wort. Okay, ich höre Fallen, aber ich falle auch so und bin tot. Was soll ich denn dann hier? Okay, das ist wahrscheinlich nur so, oh wow, hier ist Wasser. Hol dir den Speicherkristall. Also Boni-mäßig. Boni, Boni, Poponi. Boni, Poponi. Ja, oh, da ist noch ein Reptoid. Weiß ich jetzt nicht, ob sie zielt. Nee. Ach Mann, wenn ich jetzt rüberspringe, bin ich wieder vergiftet scheinbar dann. Ne? Mal gucken, ob ich den irgendwie cheesen kann. Ich könnte jetzt auch eine gute Waffe benutzen. Ja doch, ich komme hier so rüber. Meine, es macht keinen Unterschied, ob der mich trifft, ob ich springe. Warum springst du dann, Barry? Keine Ahnung. Wollte euch mal zeigen, wie toll ich hier so springen kann. Okay, wir haben relativ wenig Schaden bekommen. Okay, dann ist das wahrscheinlich einfach nur wegen der tollen Aussicht in dem Speicherkristall hier. Und dann besiegt man zwei Gegner für einen Speicherkristall. Ah, ist okay, der Tausch, ne? Kann man jetzt nicht meckern. Das heißt aber, hier können theoretisch überall eklige Tiere sein, die einen vergiften. Da ist auch noch ein Speicherkristall. Wo muss ich hier hin? Ich weiß es doch nicht. Aber wir sind uns einig, dass hier jetzt. Ach ja, ist da bestimmt ein Schalter. Ich habe hier irgendwas übersehen. Also ich würde fast meinen Hintern darauf verwetten, dass hier ein Schalter ist und dass dann dieses eine Tor da aufgeht. Ja, der Satz könnte jetzt beendet werden eigentlich. Oh. Ich lasse ihn mal so stehen, okay. Kann ich hier auch hin? Nee. Wo muss ich hin? Man weiß es nicht. Ich hätte so gerne ein Lösungsbuch. Und hier fällt doch bestimmt gleich irgendwas runter. Oder irgendein Gegner oder sowas. Da könnte ich auch die MP5 nehmen, wenn der mich jetzt vergiften sollte, weil ich keinen Bock habe, so viele Medipacks zu benutzen. Okay, er ist unfähig.
as fuck. Nicht mal vergiften kannst du mich. Na gut, der andere hatte auch den Kriegsvorteil. Okay, was ist hier? Ja, bitte, liebes Spiel. Obwohl, du wirst mir wahrscheinlich nicht sagen, was jetzt hier passiert, oder? Ich speichere trotzdem mal. Für den Fall, dass das Spiel nett ist, ausnahmsweise mal, und mich hier nicht wieder 2 Stunden rumkaspern lässt. Ja, okay, perfekt. Danke, Spiel. Ich beleidige dich und mache mich über dich lustig, aber in diesem Fall muss ich dich mal lobend erwähnen, dass du sehr human zu mir warst. Das weiß ich durchaus zu schätzen. Aber trotzdem mag ich Tomb Raider 2 lieber. So, okay, dafür kommt jetzt bestimmt noch ein Reptoid, weil ich das gesagt habe. Achso, hier, komm, ich gehe zurück, genau. Ja, ich traue es mich nicht zu sagen, aber bisher ist es das Level... Jetzt verliere ich doch auf jeden Fall AP, oder? Ja, boah, diese Penner. ja, es ist bisher okay. Also ich werde natürlich später wissenschaftlich beurteilen, ob diese ganzen Listen jetzt akkurat sind, wenn hier das schwerste Level angeblich dieses Level... Also die haben nicht gesagt, das schwerste Level, aber dass viele sagen, es ist ein sehr schweres Level. Oder viele sagen, es ist einfach und viele sagen, es ist toll. Ich werde später eine 40-seitige wissenschaftliche Analyse dazu schreiben. Hier für 97,63 € in dem Gentle Idiot Shop ab dem Jahr 2029 erwerben könnt. Ja, schon mal. Ich glaube, dann bin ich damit fertig. Oder ich habe es vergessen. Gut, dieses wunderschöne Türchen da ist aufgegangen. Darauf trinke ich doch erstmal einen Schluck Eistee. Es wird ja noch stressig genug. Oh. Ach, wo wir beim Thema Eistee sind. Pfirsich oder Zitrone? Das ist ja die religiöse Frage, die sich viele Menschen seit Jahrtausenden stellen, wenn es um Thema Eistee geht. Ich muss euch sagen, ich mag beide gleich gerne. Ich mag jetzt für die einen und anderen skandalös erscheinen, je nachdem, welchen Eistee er bevorzugt, aber ich finde, die schmecken ziemlich beide gut, Alter. Okay, aber also ich habe ja das Tor aufgemacht, ne? Dadurch hatte ich ja die Hoffnung, dass ich wüsste, wo ich hin muss, aber... Schön ist es, ne? Also zumindest schöner als das hier. Kann ich mich hier fallen lassen eventuell? Tatsächlich. Jetzt bin ich trotzdem tot, oder? Ich speichere mal nicht. Also das muss ja hier möglich sein, weil sonst wäre hier kein Speicherkristall. Den will ich mir eigentlich nicht holen, aber ich würde gerne auftauchen, aber das will das Spiel auch nicht. Ja. Das habe ich natürlich absichtlich gemacht, liebe Leute. Kann ich mich hier irgendwo hochziehen? Ich finde das hier gerade... Okay, da vorne bin ich wahrscheinlich gleich tot. Ah, ja. Okay. Ah, ist vielleicht ganz gut, dass ich hier gespeichert habe. Dann kann ich... Oh, ja, das ist ja... Also, ist ja quasi eine Einladung. Ich könnte auch hier runter, natürlich. Ich verstehe, also das Level ist irgendwie komisch, aber ja, ich meine, ich könnte mir den Speicherkristall holen. Ich muss mich da jetzt wahrscheinlich irgendwo einfach an Land ziehen. Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ist hier irgendwo irgendwas? Ah, eine Höhle. Kann ich da rein? Also hier sollte die Strömung jetzt eigentlich aufhören. Okay, ich glitsche in der Wand fest. Jetzt glitsche ich im Boden fest. Wenn ich doch mal kurz atmen könnte. Ah, das kann nicht richtig sein. Ja, und da vorne bin ich wieder tot. Okay, ich lade mal. Ja, ich checke gerade nicht so wirklich, was das Spiel von mir will. Die sind jetzt auch keine Raptoren, die ich irgendwie runterschießen kann. Ah, das hier ist doch eigentlich der offensichtliche richtige Weg. Das will das Spiel doch sagen. So, hey Barry, geh hier lang, ne? Okay, und dann geht man hier hoch. Dann weiß man nicht mehr, wo man hin muss. Da in den Wasserfall scheint es reinzugehen. Ich könnte mal gucken, ob ich hier drauf springen kann. Okay, ich lebe noch.
hier eventuell mich irgendwo hochziehen. Das scheint zu funktionieren. Ist wahrscheinlich wie dieses andere komische Level, dass du genau im richtigen Moment... das ist... Okay, Frustlevel steigt ein bisschen, weil ich irgendwie nicht checke, was das Spiel gerade von mir will. Ich meine, der einen Sprung, den... Okay. Will ich das vielleicht? Also das war jetzt komplett zufällig, hat man ja wahrscheinlich gesehen. Ich dachte, die Frage, speichere ich jetzt? Ich meine, man kann ja dahin, sonst wäre hier ja kein Bling-Bling-Geräusch. Also müsste ich ja auch irgendwie wieder zurückfinden. Und ich habe jetzt ja irgendwas gefunden, deswegen speichern wir mal. Frage ist, was wir hier finden. Lara, 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 was ist hier? Uzi-Munition oder was? Hä? Guck mal, so sieht's aus wie Uzi-Munition und so sieht's aus wie Granaten. Wahrscheinlich ist es sogar beides im Endeffekt, oder? Nee. Ja, oder ich bin gerade dumm. Das kann ich tatsächlich nicht hundertprozentig ausschließen. Okay. Das heißt, wir kriegen jetzt ein Secret. Und wir werden ja nicht mehr da hochkommen wahrscheinlich, oder? Ich speichere mal trotzdem nochmal. Man weiß ja nie. Keine Ahnung, ist jetzt vielleicht ein bisschen dumm, aber... So bin ich halt. Okay, man kommt hier nicht hoch. Das heißt, dieser Weg muss auf jeden Fall richtig sein, weil sonst hätte man sich jetzt klassisch gesoftlockt. Wobei, ich kann ja eventuell... Ich muss mal gerade was wissenschaftlich untersuchen. Ich würde ja auch hier und dann wieder da hochkommen, ne? Ja, okay. Wenn das Spiel mich jetzt... lässt, was ja immer so bei alten Spielen, wir lieben sie alle, aber irgendwie scheinen die hier sehr viele komische, da kann die sich doch hochziehen, warum macht die das nicht? Okay, ich soll mich dann nicht mehr hochziehen, das heißt, es muss hier irgendwie runtergehen. Toll, ne? Aber was soll ich hier machen? Ich checke es nicht so ganz. Da ist ein Speicherkristall. Muss ich da bestimmt hin, aber... Ich wechsle mal gerade zwischen den Sichten so ein bisschen hin und her. Aber das ist jetzt wahrscheinlich tatsächlich das erste Mal, dass ich gucken muss, was ich hier machen soll. Ich schwimme mal todesmutig weiter in diese Richtung. Ich habe ja noch ein bisschen Luft und ein klitzekleines bisschen. Komme ich ja tatsächlich nach vorne, solange ich nicht an die Oberfläche gehe. Es ist in der Tat ein sehr merkwürdiges Level. Bisher. Hallo, ich will doch an die Oberfläche. Oder soll ich da hin? Also irgendwo, man muss sich da ja hochziehen können, sonst wäre ja keine Speicherkristalle. Ich verstehe gerade nicht so wirklich, was ich... Okay, ich habe ihn eingesammelt. Lara, hallo. Nö, sie will nicht. Ja gut, dann will ich auch nicht. Dann gucke ich jetzt im Internet nach. Lara, wenn du so kommst, tja, dann gucke ich einfach nach, wie es weitergeht. Ich check's halt gerade wirklich überhaupt nicht. Ich habe das Video diesmal schon in weiser Voraussicht direkt aufgemacht. Mal gucken, ob ich schnell die Stelle finde. Okay, das ist zu weit. So, er ist jetzt gerade da, wo er sich das Secret holt, was ich auch geholt habe. Versehentlich, muss man ja sagen. Aber gut, ich hab's halt. Munition kann man hier definitiv nicht genug haben. So, jetzt muss ich mal hier Lucky Lucky machen. Okay, er ist genauso unfähig wie ich. Das ist schon mal gut. Was macht er denn hier? So, er ist jetzt in dem Wasserfall. Ah, okay, das habe ich nicht gesehen. Das habe ich nicht gesehen. Barry, du musst mehr an Decken gucken, ne? Aber gut, ich muss mal trotzdem erstmal weiter gucken, weil das Geheimnis zu haben bringt mir ja nichts, weil ich ja weiter muss. Ach du Scheiße. Okay, ich guck mal nicht weiter. Vielleicht ist das der richtige Weg. Der richtige Weg und es kommt das Secret-Geräusch. Ja, das. Ich habe hier gerade Probleme mit dem Monitor, falls ihr euch wundert. Warum ihr denn hier noch nicht seht, aber ich drücke schon mal auf Laden, dann könnt ihr schon mal
Gameplay sehen hier. So, gleich geht's weiter, Leute. Lara muss ich mal hier noch ein bisschen den Dreck abwaschen. Wir sind ja auch unter uns, von daher ja, ganz entspannt. So. Ja, hier kam das Secret-Geräusch, deswegen würde ich ja eigentlich denken, das hier ist ein optionaler Weg. Deswegen bin ich hier auch sofort wieder weggegangen. Okay, das ist interessant. Aber die Entwickler dachten sich, okay, wir verarschen den Spieler mal. Hier kommt einfach ein Secret-Geräusch. Aber hier geht es auch gleichzeitig scheinbar weiter. Was gemein ist, finde ich. Weil eigentlich ist dieses Secret-Geräusch immer so von wegen, ha, Junge, hier ist ein Geheimnis. Jetzt hol dir dein Item, freue dir einen Ast ab und dann gehst du woanders hin. Okay, das ist gemein, das habe ich nicht gesehen. Das war schlecht. Ja, machen wir noch ein paar Mal, alles gut. Könnt ihr speichern und laden, wie wir wollen. Aber stellt euch einfach vor, immer, oh, ich habe doch die Sprungtaste gedrückt. Stellt euch bei jedem dämlichen Tod einfach vor, früher bei der PlayStation-Version, da hättet ihr jetzt eventuell das ganze Level nochmal spielen müssen, weil ihr nicht gespeichert habt. So, es ist ein richtig ekliger Drecksprung, wie man vielleicht sieht, weil ich habe eben, als ich da runtergefallen bin, auch die Sprungtaste gedrückt. Und dadurch, dass du nicht siehst, wenn du runterrutschst, macht das, das könnte reichen, ja. Auch nicht unbedingt angenehmer, aber gut. So ist Tomb Raider 3, es ist ein bisschen bitchig, ne? Aber wir kriegen das alles hin. Och, ey, dieses Spiel. Was ist das denn? Okay, da ist ein Reptoid. Also wie viele Fallen kann man in ein Level einbauen? Ich verstehe langsam, warum das Level... Also habt ihr das eben gesehen? Ich habe den Speicherkristall berührt und ich... Es ist eine Falle, dass da Feuer ist. Also... Das ist schon ein bisschen... arschig. Und guck mal, dann checkst du irgendwann, okay. Also bist dann, hast dann nicht gespeichert. Du speicherst ja nicht, weil da ist ja ein Speicherkristall. Dann holst du dir den Speicherkristall und brennst. Dann kommst du hier wieder hin und denkst dir, okay, Spiel, ich habe gecheckt, dass du mich reinlegst. Jetzt springe ich einfach da unten hin. Und was passiert dann? Dann kommt da noch ein Reptoid. Habe ich ihn jetzt getötet? Ich kann nicht sehen, ob er hier irgendwo noch läuft. Er ist auf jeden Fall noch nicht tot, aber nahe des Todes. Ja, oder hatte ich jetzt irgendwelche Halluzinationen? Da kam wirklich irgendwie Brand, wenn ich da hinspringe, ne? Okay, man kann da... Okay, ja gut. Wenn man das weiß, ist ja ganz easy, Barry, reg dich nicht auf. Der lebt noch. Hey, ach, sind der doch nicht. Wurde verarsche? Och, ey, Leute. Das ist jetzt nicht euer fucking Ernst. Ja, es ist doch ihr fucking Ernst, okay. Hä? Also das ist an Asozialität? Okay, so. Ja gut, ja, aber wie gesagt, stellt euch vor, ihr hättet Speicherkristall und könntet dich immer speichern. Boah, Alter, was für eine unfaire Dreckscheiße. Ich sag's einfach, wie es ist. Wir lieben Tomb Raider. Vielleicht wurde ich auch deswegen so paranoid, was Tomb Raider angeht. Okay, das... Also hier sieht es so aus, als könnte da hinten noch irgendwas sein und es könnte einen... Ball oder sowas runterfliegen. Deswegen habe ich gerade mal die Sicht geändert. Aber selbst so gemein. Oh. Alter, was ist das denn hier für ein Level? Ist das Kaizo? Gib mir einfach mein Boot, ich will hier weg. Okay, ja, wir speichern. Wir sind paranoid, das Level zwingt mich dazu. Es tut mir auch überhaupt nicht leid. Ja, ich verstehe schon, wenn das so weitergeht, verstehe ich, warum das Level von vielen als schwerstes und auch nicht gemocht angesehen wird. Aber die Spielerschaft hat es ja in anderen Videos als sehr toll angesehen.
Deswegen warten wir gespannt. Da unten sieht es aus, als wäre da ein Secret, aber da scheißen wir einfach mal gerade drauf. Okay, eine komische Grafiksicht, mit der ich nichts mehr sehen kann. Was will das Spiel von mir? Ach so, ich glaube, das war wirklich hier nur Secret, weil hier kommen wir dann wieder dahin. Wobei, da oben, nee, da oben komme ich noch weiter, glaube ich. Vielleicht muss ich das zurücknehmen mit dem Secret. Aber was ist das denn für ein Secret, das sich tötet und quält? Heilige Jungfrau, ich sag's euch. So, ich glaube nicht, dass dieser Sprung funktioniert. Niemals, nee. Außer man kann da klettern. Wo bin ich jetzt? Okay, wir sind jetzt hier. Da sind Piranhas, die mich umbringen. Danke, Spiel. Okay. Ja, wir können ja ganz oft speichern. Wir bleiben mal ruhig, ne, entspannt. Okay, das sind Piranhas, die mich töten. Das ist nett. Oder auch nicht. Von da komme ich. Ich könnte auch darüber. Das machen wir doch mal. Ja, Spiel, ne? Du willst mich heute richtig hart rannehmen, aber ich sag dir was. Ich habe etwas, was du nicht hast. Die Speicher- und Ladenfunktion. Aber stellt euch mal vor, das Spiel hätte das auch. Erfreust du dich, dass du irgendwas nicht schaffst? Diese Kamerasicht macht es nicht leichter, das zu steuern, Lara. Aber gut, du kannst nichts dafür. Das dachte ich gerade kurz, sie fliegt runter. Das sieht ein bisschen... Okay, so sieht man... Ja, wieder typisch irgendwie... Keine Ahnung. Kann ich mich hier fallen lassen? Man weiß es nicht. Kann ich, okay. Ja, man muss immer so ein bisschen zwischen den Sichten wechseln. Manchmal ist es in der Version heller, in der anderen dann wieder. Wenn man das weiß, kann man das eigentlich ganz gut nutzen. Und wo bin ich jetzt? Ah gut, jetzt weiß ich aber trotzdem immer noch nicht, wo ich hin muss. Da wahrscheinlich. Ach, das kann doch nicht das Secret sein, hier geht's ja richtig weit. Dann haben die wahrscheinlich einfach... Ach, oder... Ah, wartet mal, eventuell ist es auch so, ich bin da ja, hab da ja nach unten geguckt, da. Vielleicht ist das Secret... Oder vielleicht denken die Leute oder die Entwickler, dass man normalerweise nicht so wie ich die Kletterwand oben da übersieht, sondern... Ja, dass man da einfach dann hingeht und nicht guckt, was unten ist. Vielleicht ist das Secret so gemeint gewesen, dass... Ich glaube, so ist das gemeint, dann nehme ich meine Aussage ein bisschen zurück. Okay, Feuer, das heißt, die könnten Menschen sein... Oder Glumandas. Oder Drachen. Oder Schacknur. Ah, hier ist das Boot. Okay. Ja, das Boot. Das Boot. Das Boot. Das ist ein toller Film für viele. Ich habe den Film ehrlich gesagt zu lange nicht mehr gesehen. Oh, diese Dreckschweine. Kann man gut übersehen. Okay, da ein Krokodil ist und da vorne eine verschlossene Tür. Denke ich mal wie ein Sadist. Man muss wahrscheinlich hier in dem Wasser jetzt einen Hebel drücken. Ich habe den Hebel noch nicht gesehen, aber ich vermute es, weil dann würde es dazu führen, dass man als ahnungsloser Spieler hier reingeht und dann von dem Krokodil gefressen wird. So sadistisch denken die. Okay, ich sehe hier... Oh, das ist sogar noch ein zweiter. Ein zweites Kanimani. Okay, man kommt da nicht mehr raus. Aber, liebe Leute... Ach, der ist auch noch so tief, das Krokodil. Der Krokodil. Kommt man hier wieder hoch? Nee, kommt man nicht. Ey, das ist aber auch echt fies. Und dann denken hier schlaue Spieler, ach ja, ich besiege das Krokodil einfach. Und da kommt ein zweites. Ja, okay, da geht's auch noch lang. Oder komme ich von daher? Ich bin gerade verwirrt. Doch, von da komme ich. Alles gut, Leute. Verwirrung kurz eingesetzt. Panik. Aber ich kann doch eigentlich... Ich will das Krokodil mal triggern. Ja, Barry, jetzt bräutest du eine Harpune, ne? Ja, ihr habt gewonnen. Jetzt wäre die Harpune tatsächlich eventuell ganz nice, aber wir haben sie nicht. Ich mache mal die klassische Sicht, ob man hier irgendwo einen Hebel sieht. Also hier muss ja ein Hebel oder sowas sein. Ich habe jetzt noch keinen gesehen. Oder wir haben ihn irgendwo anders übersehen, aber ich würde diesem Spiel, wie gesagt, zutrauen... Oder ich muss einfach so mit dem Schiff fahren. Das geht automatisch auf. Das kann natürlich auch sein.
steuere ich dieses Boot denn überhaupt? Haben die Steuerung angepasst? Okay, so schlimm scheint die gar nicht. Ach, ich muss immer links und rechts abwechselnd drücken. Okay. Oh mein Gott. Da ist ja die zuge Tür mein geringstes Problem. Komme ich denn jetzt irgendwie... Kann ich vielleicht ein bisschen jinxen oder ein bisschen schießen und hier wieder raus? Wenn ich denn hier irgendwo rauskomme? Also das Boot... Oh Gott. Ich kann nicht raus. Ich bin gefangen in diesem Boot. Also man kann jetzt nicht einfach so steuern wie in so einem Rennspiel. Man muss wirklich, wenn man nach links drückt, lenkt sie nach links. Und wenn man nach rechts drückt, lenkt sie nach rechts. Lara, würdest du bitte aussteigen? Ich kann nicht aussteigen. Ich kann nicht aussteigen. Also man kann bestimmt aussteigen, aber ich check noch nicht so ganz wie. Viereck nicht, Kreis nicht, Dreieck nicht, X nicht. Also irgendwann muss ich aus dem Boot aussteigen, bis dahin sollte ich es rausfinden. Dreieck. Kreis gedrückt halten, vier gedrückt halten, Dreieck gedrückt halten. Ah gut, ich muss ja eh den... Ah, ich google jetzt, wie man hier aus dem Boot aussteigt. Spricht auch nicht für das Spiel. Achso, zweiter Monitor. Ich meine, ist das Krokodil so doof und kann mich nicht essen. So. Tomb Raider 3 aus Kanu aussteigen. Mit der Rolltaste steigt man ab. Ah ja, die Rolltaste, wir alle kennen sie. Mit Kreis also. Passiert aber nichts. Ende plus links. Ja, ich bin kein PC-Spieler. Okay, sie driften vom Thema ab. Typisch Forum. Ja, es tut mir leid. Vorwärts begleiten, aussteigen. Rolle und links, rechts. Okay, habe ich ja gemacht. Rolle und links. Rolle und rechts. Ah so, jetzt steigt sie, glaube ich, aus, oder? So, jetzt bin ich hier. Ich muss mal gerade... Also ich habe jetzt ja zwei Monitore, einen um OBS zu überwachen und dem anderen um zu spielen. Und ich habe jetzt gerade nur auf dem OBS überwachen Monitor gespielt, deswegen... Ich sehe hier nichts, was irgendwie so annähernd wie ein Hebel aussieht. Oder der ist weiter vorne irgendwo gewesen, aber... Hebel, wo bist du? Wir vermissen dich. Ohne dich können wir nicht das schreckliche Boot steuern. Also das Krokodil ignoriere ich jetzt mal gerade komplett. Das ist ja auch scheinbar nicht so schlau. Aber ach, da? Nee. Ohne Witz, ich sehe hier keinen Hebel. Ach da, okay, ich habe ihn gesehen. Gut, dann laden wir mal, dann wissen wir jetzt ja, wo er ist. Gut versteckt, meine Lieben. Ja gut, wer so ein Level erstellt, ist eher mein Feind, aber naja. Oh ja, genau da, wo das Krokodil auch spawnt. Ah, das ist natürlich herrlich. Das ist schön. Barry, aber du kannst doch vorher im Kreis schwimmen. Ja, hätte ich auch gemacht, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, also ich weiß ja, dass die sadistisch sind. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die so gemein sind und das Boot direkt da spawnen lassen, wo... das Boot, sag ich schon, das Krokodil, wo der Hebel ist. Okay, ja, ich speichere jetzt nochmal. Und jetzt wird's witzig. Weil ihr denkt euch, ja, so eine Bootsfahrt... Hier kann doch gar nicht so schlimm sein, Barry. Streng dich mal nicht an. Kann ich auch hier mit... Ich probiere mal mit zwei Fingern, ob das eventuell besser ist. Ja, okay, das ist tatsächlich besser. Links, rechts, ja. Weil... Ja, ich sag mal nichts. Ihr werdet gleich noch sehen. Das ist schon irgendwie cool, jetzt so. Also... Ja, eigentlich... Also klar, es ist jetzt sadistisch und schwer... Zumindest in meinen Erinnerungen, aber wenn man mit zwei Händen spielt. Gut, ich kann sagen, oh, ich bin fast tot.
Ah ja, okay, ich sehe schon. Die Frage, perfektionieren oder einfach durch? Ich würde sagen, einfach durch, oder? Habt ihr das gesehen? Ein junger Gott im Kanu hier, der Barry. Er hat fast keinen Schaden bekommen. Normalerweise hätte ich jetzt gespeichert. Aber ich... Ja, speichere es einfach. Ja, egal. Passt schon. Wir haben genug Medipacks, glaube ich. Nee, finde ich cool. Macht Spaß. Also, ich habe mich hier wirklich auf das Schlimmste eingestellt heute. Okay, und dann kam diese Stelle. What the fuck? Okay. Ja, die ist schon eklig. Aber es ist auch irgendwie cool. Also, ich finde es eher gut. Obwohl es sadistisch ist. Ich dachte gerade, da ist eine Riesenspinne als ein Fledermäuse. Aber wer weiß, was in dem Level hier noch passiert. Ich finde, das Kanu macht hier gerade... Gut, wenn man jetzt vielleicht nicht ganz so die hellste Nuss ist und es sich checkt mit links und rechts. Ich will jetzt keinem YouTuber was unterstellen, aber ich mache hier immer schön links und rechts abwechselnd. Okay, was ist hier? Ich könnte fragen, ob ich hier die Secrets alle suche, weil ich könnte mir vorstellen, dass man hier aussteigen kann und Secrets suchen kann, aber okay, jetzt gibt es hier nicht mehr Gas. Natürlich nicht so geil. Ach, nach vorne geht auch. Ach, nach vorne macht sie immer links und rechts sogar abwechselnd. Ah, okay. Das heißt, man kann einmal schnell, indem man links und rechts... indem man einfach nach vorne drückt. Oder man kann ein bisschen langsamer machen, indem man immer links und rechts abwechselnd macht. Okay. Finde ich interessant. Für die damalige Zeit wirklich... Also wir reden von 1999 oder so. Wirklich schon nicht schlecht. Okay, hier ist auch scheinbar ein Secret. Oder hier geht's weiter. Hier muss ich bestimmt raus. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gespeichert habe. Ah, da kann ich mich auch nicht hochziehen. Nee, da komme ich nicht raus. Da kann ich mich auch nicht hochziehen. Kann ich auch rückwärts? Oh ja. Muss ich jetzt eventuell die Strömung hier hoch? Okay, das ist... schon nicht ganz so geil zu steuern. Aber. Nee, ich mach doch nicht die Strömung da hoch, oder? Nee, das geht auch nicht. Okay. Ja, wie kriegen wir dieses Tor da auf? Also hier kann ich mich definitiv nicht hochziehen, da vorne auch nicht. Andererseits. Ich weiß ja nicht, was jetzt hier passiert, wenn ich das Boot jetzt hier einfach stehen lasse, dann wird das ja auch wegschwimmen wahrscheinlich. Ich probiere mal auszusteigen. Okay, das Aussteigen ist wirklich ein bisschen... Auch wenn man weiß, dass man, wie man aussteigt, ist es nicht möglich auszusteigen. Lara, würdest du bitte aussteigen? Okay, sie will auch nicht aufsteigen. Aber hier geht es ja offensichtlich auch nicht weiter. Oder geht das Tor jetzt vielleicht auf? Nee. Lara, steig mal aus. Okay. Guck ich nach, was ich machen muss? Also ich... Glaubt mir, Leute, ich drücke hier die ganze Zeit links und aussteigen. Oder links und rollen. Aber sie steigt nicht aus. Deswegen paddel ich auch gerade, falls ihr euch wundert. Lara, aussteigen. Die will nicht, okay. Oder muss ich hier doch hoch? Das scheint mir doch relativ aussichtslos zu sein. Nee. Ich wechsle mal die Sicht. Da scheint es noch irgendwie lang zu gehen. Es kann sein, dass hier hinter, dass ich dahin muss, aber... Nee, da ist eine Wand, okay. Ja, also ich würde hier eigentlich gerne aussteigen und gucken, aber wie gesagt, Frau Croft will das nicht. Und zurück kann ich offensichtlich auch nicht. Ist da noch am Weg? Nee.
Hier komme ich hoch, erstaunlicherweise. Aber auch... Ja doch, hier komme ich tatsächlich hoch. Ja, da muss ich da in dem Raum garantiert irgendwas machen. Hier. Hier muss ich aussteigen, irgendwie. Irgendwas erledigen. Hier sind auch Wände, wo man hochklettern kann. Ja, das macht Sinn. Aber wo aussteigen? Wo, liebe Lara, soll ich aussteigen? Ja, es muss der Bereich hier sein, weil hier ist auch keine Strömung gerade. Aber ich sehe hier nichts. Ach, wisst ihr was? Ich gucke einfach nach. Ich habe keine Lust, dass das Video hier wieder 7 Stunden dauert. Es ist, was es ist. Der Barry kennt das Spiel nicht gut genug. So, also irgendwo muss ich hier aussteigen können, wo ich safe bin. Und da, wird dann ja irgendwas sein und dann geht das Tor auf. So, wir gucken mal, was die hier macht. Die schwimmt auf, oder er oder sie. Quält sich auch mit der Steuerung wahrscheinlich. Okay, das ist hoffentlich ein Secret. Ja, jetzt habe ich zu weit geklickt. So, hier sind die Fledermäuse. Da müsste ich doch gleich eigentlich auch irgendwo sein. Okay, er holt Secrets, die sind mir scheißegal. So, jetzt ist er hier genau, wo ich bin. Genau, wo ich bin und da geht es scheinbar da irgendwo hoch. Oh mein Gott, haben wir eventuell eben einen ganzen Weg übersehen? Oder ist hier nur ein Secret? Das und vieles mehr nächstes Mal bei X-Factor. Okay, hier geht's. Okay. Aber wie komme ich da hin? Okay, daran kann ich mich orientieren. Okay, hätte ein bisschen gedauert, bis ich darauf gekommen wäre. Gebe ich mal ganz unverfroren, sagt man das so, zu. Wartet mal, Leute. Hier müsste das... Nee, da geht's runter. Ist halt auch nicht hilfreich, dass sie hier so unfassbar langsam ist. Wo ist das denn? Finde die Stelle doch nicht wieder. Scheiße. Ja. Nee, hier kann es nicht sein. Hä, bin ich jetzt doof? Das sah doch in dem anderen ganz anders aus. Das ist hier doch nicht der Raum, eventuell? Der Raum von Geist und Zeit? Hier, eventuell ist das da. Wir müssen mal gucken, ob das hier ist. Da geht's auf jeden Fall weiter. Mal schauen. Lara und ich versuchen das Beste, um euch hier durch dieses Level zu führen. Ja, also die Bootsteuerung, ich kann verstehen... Gut, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob die hier für die Remastered-Version nochmal angepasst ist, aber glaube ich eigentlich nicht. Ich kann verstehen, wenn man die ätzend findet. Ja, okay, hier ist das. Bis dahin habe ich gesehen und dann habe ich gesehen, dass man da irgendwie abspringen kann, ja. Muss mir nur noch das zweite Mal es gelingen, hier aus dem Boot auszusteigen. Ach, hier ist natürlich noch ein Krokodok. Spiel das Spiel mit dem Krokodil. Du bist der Krokodok. So, Lara. Wir haben eine Aufgabe. Wir müssen aus dem Boot steigen. Ich weiß, es ist schwierig. Und du steigst jetzt bitte aus. Okay, man muss... ich hab's verstanden. Falls ihr auch Probleme haben solltet, aus dem Boot auszusteigen. Und ja, sie werdet ihr haben. Das kann ich euch garantieren. Oh, geil. Auch nicht schlecht. Ach, da ist noch ein Reptoid. Bitte vergifte mich nicht. Oh, er hat mich vergiftet. Ach, ich kotze. Ah, ich muss gleich Medipack nehmen, weil da ist es nicht so schlimm. Ihr müsst die Kreistaste drücken und ungefähr eine halbe Sekunde später die Richtungstaste. Dann geht das. Wenn ihr gleichzeitig drückt, passiert nichts. Also, ja. Falls ihr das ja als Walkthrough nutzen solltet und so verzweifelt seid. Ja, okay. Jetzt bin ich hier. Und was bringt mir das? Ich guck an die Decke.
Jetzt kann ich frei schwimmen. Ja gut, das hätte ich da in dem anderen Raum auch machen können. Ich konnte immerhin einen Reptoiden töten. Das war jetzt mäßig spannend. Wie viele Schrotis habe ich eigentlich? Null. Okay, schade. Die könnte ich jetzt eigentlich ganz gut verballern. Ja, jetzt habe ich mir das Video angeguckt und... peinlich. Naja, egal. Die Piranhas kann man nicht angreifen. War das eben auch schon auf? Okay, aber wenn ich da reinschwimme, dann bringen mich ja die Piranhas einfach um. Ist hier eventuell wieder ein Hebel oder sowas? Das wird ja auch Sinn ergeben. Kann man hier einen Hebel finden, Herr von Straff? Können Sie uns diese Frage bitte beantworten? Ja, ich bin dabei. Wir wechseln mal zwischen alter und neuer Grafik und gucken, ob hier irgendwo ein Hebel ist. Ein Schalter oder irgendetwas anderes Wunderschönes, was unser Herz erwärmt. Also, wir gucken uns das mal an. Seht ihr einen Hebel? Ich nicht. Wenn ich hier hinschwimme, ja, wird mich das wieder einziehen. Ja, bin ich vielleicht zu... Oh, 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 oh. Ach, die Fackel ist das, okay. Warum auch immer man die Fackel, die aus ist, wieder nehmen kann. Ja, hier ist kein Hebel. Ich finde zumindest keinen. Dann muss ich wahrscheinlich gleich wieder im Video nachgucken. Läuft da einfach durch. Egal. Nicht so schlimm. Kleiner Bug. Ja. Ich springe jetzt einfach mal runter. Dann werden mich die Piranhas aufessen wahrscheinlich. Ah ne, ich werde direkt angezogen. Und die Piranhas essen mich auf. Nice. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Und bin tot. Okay, Barry, du hast irgendetwas übersehen. Aber was denn, mein lieber Freund? Ich bin doch hier ganz verzweifelt. Ich will nicht wieder stoppen und direkt wieder nachgucken. Aber wisst ihr was? Ich mache das jetzt einfach. Weil ich mir denke, LMAA. Barry hat keinen Bock, ein 7-Stunden... Das wird wahrscheinlich eh... Das könnte das erste Video sein, was die 2-Stunden-Marke übertrifft. Übrigens, ich gehe fest davon aus. Was will das Spiel von mir? Also, da muss ein Hebel unter Wasser sein. Ich habe den bestimmt übersehen. Aber ich habe gründlich geguckt in meiner Welt. Und meine Welt ist immer die schönste. Zumindest für mich. Was macht er hier? Er macht genau das Gleiche. Und er muss sich hochziehen. Er kann nicht durchs Wasser laufen. So. Dann kommt der Reptoid, der nimmt natürlich die MP5, weil er das hier weiß. Cooler Typ, ne? Und jetzt macht er irgendwas Tolles, womit ich wahrscheinlich nicht rechne. Und dann geht es weiter. Wir gucken mal. Dafür gibt es ja YouTube, ne? Was macht er Schönes? Oh. Ja, Barry, das war jetzt... Also ich scheitere immer an den gleichen Sachen. Hätte man das sehen können? Ich bin ganz ehrlich, ich habe es ja nicht gesehen. Deswegen sage ich auch mal nein. Hätte man es sehen können, Barry? Du faules Stück. Ach, faul bin ich nicht. Vielleicht inkompetent und dumm, aber... Faul bin ich nicht. Hätte man es sehen können. Ich probiere jetzt mal. Also man würde ja... Ja gut, man sieht's. Ja, man sieht's. Ja, ja. Man sieht es, aber... Oh Gott, jetzt ändert sich die... Oh Gott! Die Sicht... Ja, ich muss es euch nicht erklären, die Kamera ist... ja, ändert dich nochmal, damit man noch weniger steuern kann. Wo will ich denn jetzt hin überhaupt? Das ist das Ziel, was sich viele Religionen fragen und auch Barry immer. Klassischen Tomb Raiders, oh Gott. Und das Schlimme ist, ich kann zwischendurch nicht speichern und wenn ich brenne, bin ich tot und dann muss ich das alles nochmal machen. Selbst für Leute, die in der Zeit speichern, haben sie sich noch eklige Sachen ausgedacht. Freitagabends immer Flasche Rotwein. Wie können wir die Spieler noch mehr nerven? Lass uns da einen Joe Fix zu machen, ja. Ich hasse das Wort Joe Fix, aber ja, ich glaube, das war dumm, ich bin tot, oder? Ja.
Ach Mann, ey, das ist doch alles ja vermaledeit und alle, ja, blablabla. Okay, das wird mich jetzt brechen und fordern, weil das Problem, was ich habe, ist, also, ich würde jetzt natürlich, ihr kennt mich, 100 Mal speichern, das kann ich hier nicht, weil sobald ich die Select-Taste drücke, lasse ich ja die X-Taste los und dann hangelt sie sich nicht mehr. Und ich kann aufgrund dieser Kamera. Ja, der schiebt wieder alles auf die Kamera, dieser Noob. Na, ist eigentlich voll easy und der denkt immer an die Kamera. Nee, ich kann nicht einschätzen, wie weit das Feuer reicht. Das ist mein Problem. Und deswegen werden wir hier jetzt noch einige Mal stehen. Ja, man kann sich hier irgendwie, finde ich, nicht so wirklich orientieren. Wir warten mal. Ich gehe mal zwei nach vorne. Ich probiere mir jetzt hier so einen Punkt zu merken. Ich kann euch das aber nicht so wirklich erklären. Okay, das hat scheinbar funktioniert. Und ich muss nochmal zurück wahrscheinlich. Ich kotze. Das ist dumm. Ich sterbe, glaube ich. Ja. Ja. Was sagen wir dazu? Besser nichts. Also ich kann auch gerne mal versuchen, vielleicht kann, also hätte ich jetzt die PC-Version, ja, man könnte dann jetzt irgendwie F5 oder F6 für Schnellspeichern drücken. Aber hier, ihr seht es ja schon, ich drücke Select und. Eieiei, okay. Ja, ist halt so, ne? Die Entwickler wollen, dass ich hier 37 Mal sterbe und mich auskotze. Dann ist das so. Dann kann ich überlegen, ob ich in der Zeit irgendetwas Weltbewegendes erzählen kann. Wir hatten ja das Thema McDonald's. Gibt's denn? Was ist denn so Barrys Lieblings-Fastfood? Ja, das ist eine gute Frage, die ich eigentlich ziemlich einfach beantworten kann. Aber ich. Also wenn es irgendwann mal so eine Statistik gibt, ne? Es gibt ja hier Achievements in Videospielen, und wenn es irgendwann mal ein Achievement gibt, wie oft hat Barry im Leben ein Schnitzel gegessen oder eine Pommes? Wird es nicht? Also. Ja gut, irgendwann schon, dann kann man das wahrscheinlich einfach tracken. Aber solange es das nicht gibt, stellt sich hier die Frage, Barry, teile uns mit. Was denkst du, was das häufigste Essen ist, was du gegessen hast? Und die Verfahrenen läuten und Barrys Stimme beginnt zu reden. Und er sagt, fick dich, Tomb Raider 3. Ja, das ist ja eine richtig dreckige Dreckstelle. Ihr könnt übrigens vorspulen, wenn ihr hier seht ja dann, wann ich weiterkomme. Außer ihr wollt natürlich diese tolle Geschichte hören, die ich jetzt nur erzähle, damit ich irgendwas erzähle, weil eigentlich habe ich jetzt gerade nichts, womit ich auf Ingame eingehen kann, außer dass ich hier richtig leide gerade. Ja, ich mache es kurz. Ich esse jeden Freitag, oder wir mittlerweile, Pizza in verschiedenen Variationen. Wir machen die meistens selbst. Natürlich bestellen wir auch ab und zu mal. Aber eher selten oder kaufen uns so Fertigpizzen auch äußerst selten, vielleicht zwei, dreimal im Jahr. Aber jeden Freitag gibt es Pizza im Hause Van Straff. Deswegen kann ich euch diese Frage relativ einfach beantworten. So, hier müsste ich stehen bleiben können. Gibt es denn sonst noch? Ach Mann, ey, wie soll man das denn schaffen? Das ist doch eine richtige Dreckstelle. Ich hasse mein Leben. So, jetzt habe ich es gesagt. Ja, was habe ich denn sonst noch so? Was denkt ihr, was ich. Also, ich esse auch unfassbar gerne, wie wahrscheinlich jeder Mensch, Döner, Shawarma und Gyros. Das ist ja. Jetzt werden mich Leute löhnen. Das ist ja im Prinzip das Gleiche, ne? Shawarma ist mehr so mit Knobi und Gurken. Glaube ich zumindest. Zumindest die, die ich gegessen habe. Ah, das ist geil. Döner, ja. Gyros ist halt mit Tzatziki und so esse ich alles gerne. Die klassische Bratwurst natürlich, ne? Das ist auch ein Klassiker, der nicht fehlen darf. Gibt's irgendein Fastfood, was ich nicht so gerne esse? Einmal hier gerade versuchen, nicht zu sterben. Kann ich hier noch leben? Wie soll ich mir das merken? Ich verstehe nicht, wie man das schaffen soll. Also, ich habe es ja einmal geschafft, aber offensichtlich will das Spiel mir richtig hart auf die Eier gehen. Ja,
Gibt es ein Fastfood, was ich nicht mag? Ich überlege gerade. Eigentlich nicht. Und damit habe ich das Thema auch schon abgefrühstückt. Und jetzt, ja, leiden wir noch weiter. Es ist halt zum Kotzen, dass ich hier nicht zwischenspeichern kann. Kann ich vielleicht. Ich nehme mal die klassische Sicht. Wieder der typische Move. Eventuell kann man mit der klassischen Sicht irgendwas deuten, was die Entwickler von mir wollen. Kann ich irgendwie hier sehen, wie nah ich noch gehen kann? Also keine Ahnung, was ich jetzt anders gemacht habe. Wir bleiben aus Gründen in der klassischen Sicht. Und ich kann den Abstand halt echt nicht einschätzen. Das ist noch ein bisschen, ne? Ja, ganz noch ein bisschen. Ist noch Zentimeter frei. Ich muss jetzt hier wieder rückwärts einparken, so ein bisschen. Ich gehe mal noch einen nach vorne, in der Hoffnung, dass mich das nicht umbringt. Ich weiß es halt absolut nicht. Und jetzt vorne kann er durchziehen, Lara. Bitte, 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 bitte. Ah, ich bin wieder hängen geblieben. Gott sei Dank. Okay. Klassische Sicht regelt. Okay. Auch eine Gefahr. Wenn man, soweit ich weiß, zumindest war das früher so, wenn du irgendwo hangelst und nicht mehr hangeln kannst. Oh, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Dann fliegst du einfach runter. Ich muss jetzt schätzen, wo ich runterfallen muss, oder was? Oh. Bitte. Bitte, bitte. Danke. So, jetzt speichere ich 800 Mal. Okay, also ich hätte jetzt gedacht, dass wir hier länger bleiben, ehrlich gesagt. Von daher. Wie kommen wir denn wieder zurück? Oh mein Gott. Nee, das will ich gar nicht wissen. Das will ich gar nicht wissen. Lass mich in Ruhe. Ich höre irgendwas. Was ist da denn? Da liegt irgendwas. Könnte auch eine Falle sein. Da liegt ein Raketenwerfer. Ja, Mai, den nehme ich doch gerne. Einfach mal so random. Ja, gut, das ist wahrscheinlich so, okay, der. Leute, wir haben den Spieler jetzt so abgefuckt. Habt ihr eine Idee, wie wir den wieder abholen können? Ja, gib ihm den Raketenwerfer. Einfach so. Meinst du, das reicht, um ihn wieder zu erfreuen, dass er weiterspielt? Ja. Wenn er nicht bis dahin depressiv ist und sich umgebracht hat, kann er durchaus einen Raketenwerfer bekommen. Okay, Manni, bau den mal ein. So, ja, irgendwie so muss es gewesen sein. Also ich sehe die Plattform da unten. Nicht, dass ihr mich für dumm haltet, aber ich check nicht so ganz, wie ich da hinkommen soll, ohne zu sterben. Weil, wenn ich jetzt hier an die Decke springe, ich glaube, das ist dumm, oder? Ne, es passt sogar, okay. Okay, wo muss ich jetzt hin? Ich könnte darüber springen. Das ist ein großes Medipack. Aber Moment, wir speichern erstmal. Ein großes Medipack könnte auch eine Falle sein, dass da irgendwie Feuer aus dem Boden kommt oder aus der Decke oder aus den Seiten und der Decke und dem Boden. Aber wir könnten tatsächlich neben dem Raketenwerfer noch einmal belobigt werden. Okay, hier ist eine Wand zum Klettern. Wo geht die hin? Weiß man nicht. Weiß man nicht, weiß man nicht, weiß man nicht. Da oben hoch, okay. Ja, dann ist das der richtige Weg. Ah, das Medipack nehme ich auf jeden Fall mit. Aber irgendwo noch ein Speicherkristall, glaube ich. Der ist mir relativ kockegal. Aber das Medipack, das nehme ich doch mal mit, ne? Das tut Not. Würde Werner sagen. Ach, Werner, Werner war so toll. Zumindest die ersten drei Werner-Filme in meiner kindheitlichen Erinnerung. Danach gab es ja auch noch, ich glaube, zwei weitere Filme. Den ersten habe ich sogar gesehen. Aber der hat mich jetzt nicht so von den Socken gehauen. Ach so, man hätte jetzt hier, dadurch, dass es nicht dieses Feature gibt, von der Wand an die Decke zu hangeln. Ich weiß es nicht, aber ich sage einfach mal, ich glaube, das gab es in Tomb Raider 4. Ah, da ist wieder unser Freund, der Flammen-Typ hier. Oh, erstmal Eistee trinken. Oh, ich wechsle in die klassische Sicht. Also, es ist nicht so, dass man bei der klassischen Sicht sieht, wie weit das geht. Also, das ist auf gar keinen Fall.
Ich kann das irgendwie in dieser Version, in dieser Grafik ein bisschen besser abschätzen. Ich kann euch gar nicht so wirklich sagen, warum. Wahrscheinlich, weil ich mit dieser Engine 700 Jahre Tomb Raider 2 gespielt habe. Oh, das war verdammt glücklich. Oh Gott. Rasierklingen. Ich glaube, das sind die Rasierklingen, an denen wir schon vorbei sind. Das Level hat auf jeden Fall echt einige fiesen Stellen, weswegen ich mit dem mitgehe, dass es durchaus ein schweres Level ist, was einige sagen. Ob es jetzt gut oder schlecht. Ja, das sieht so nach einer Falle aus. Ich sag's, wie es ist. Oder Geheimnis. Ob es jetzt besonders gut oder schlecht ist, da lege ich mich mal noch nicht fest. Ich kriege einfach was, ohne bestraft zu werden? Was ist da los? Was ist da los? Core Design. Die Firma, die es nicht mehr gibt, aber die das Spiel ursprünglich gemacht hat. Aber was bringt mir das? Ich bin jetzt nicht hier extra hingegangen, nur um mir das Medipack zu holen, ne? Hoffe ich zumindest. Oh, mir graut es irgendwann, falls ich das alles wieder zurücklaufen muss. Ich sag's, wie es ist. Okay, wenn ich diesen ganzen Weg zurücklaufen muss, dann hasse ich das Level definitiv. Wenn ich das nicht muss, dann, ja, können wir mal gucken. Okay. Die Sicht ist gerade so komisch, weil ich die L-Taste gedrückt halte. Falls ihr kotzen müsst, fühlt euch frei. Da geht's sogar weiter. Okay, das war Boni. Aber ja. Jetzt haben wir wieder das Problem, dass man nicht genau weiß, wann man sich fallen lassen muss, weil man hier nicht nach unten gucken kann. Deswegen beten wir zu Gott und tot. Ja, so war das früher, ne? Einmal falsch. Und du bist tot. Ja, aber irgendwie mag der Barry ja sowas, ne? Ich meine, er spielt es ja, macht sich so ein bisschen auch lustig und tut so. Ja, was heißt tut so? Ich reg mich ja manchmal über so Sachen hier auf, aber im Prinzip ist es für mich alles okay. Ist Barry denn so jemand, der gerne so schwere Spiele spielt? Ja, tatsächlich. Also nicht nur, aber ab und zu finde ich das mal richtig gut. Also ich liebe Roguelikes total. Mit Souls-likes hatte ich jetzt zwar mit Lies of P und anderen Konsorten mal so erste Berührungspunkte, aber da bin ich noch nicht so ganz in das Genre reinkommen. Und ich weiß auch nicht, ob es so mein Genre ist, so Souls-like. Weil ich finde, dass bei so. Ach, leck mich doch am Arsch. Bei Roguelikes ganz cool, dass auch wenn du stirbst, du irgendwie belohnt wirst. Das mag ich halt so gerne. Und bei Souls-like ist ja so, du wirst ja im Prinzip doppelt bestraft. Zumindest bei den Souls-like, die ich gespielt habe. Klar, du stirbst. Aber du musst dann deine Ausrüstung nochmal holen. Wenn du das nicht schaffst, verlierst du die auch. Und das ist für viele, glaube ich, ein echter Nervenkitzel und die finden das geil, aber das ist für mich tatsächlich der Punkt, weswegen ich Souls-like nicht so gerne mag. Ich glaube, das kann man bestimmt auch ausstellen bei einigen. Aber das finde ich immer so ein bisschen ätzend, weil ich fühle mich da dann immer doppelt bestraft, ne? Kann ja auch sein, dass man richtig dumm stirbt, wo jetzt ein richtig krasser Gegner ist und dann stirbt man an dem und muss den töten, um seine Sachen zu kriegen. Deswegen mag ich Souls-likes jetzt nicht so gerne. Also Stand jetzt, ne? Also ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass es in 2 Jahren so ist, dass ich die liebe und dann mal ein, zwei gute gespielt habe. Aber Stand jetzt habe ich da einfach irgendwie noch nicht so den Zugriff zu, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, Roguelikes finde ich mega geil und ich fand auch Cuphead mega geil. Das ist. Ich muss mich mal informieren, ob es noch so Spiele gibt wie Cuphead, die gut sind. Es gibt ja so einen Klon, der relativ schäbig war mit so Clowns, aber ich glaube, vielleicht ist Contra sogar was für mich. Ist das nicht auch so? Habe ich nie gespielt, deswegen weiß ich es nicht. Aber ja, deswegen bin ich schweren Spielen grundsätzlich nicht abgeneigt und ich spiele selten auch mal so Kaizo oder Kaizo Light Level für Mario World. Ja. Oder schwere Level im Mario Maker. Also ja, ich bin grundsätzlich so schweren Spielen nicht abgeneigt. Aber die Schwere in Tomb Raider 3 ist natürlich eine vollkommen andere als. Also eigentlich ist das Spiel verglichen mit den anderen Spielen nicht schwer. Die Schwierigkeit liegt halt darin, sich an diese Steuerung zu gewöhnen. Ich glaube, gerade so für jüngere Zuschauer wäre das ein Problem oder Spieler.
Und ja, die Rätsel sind eigentlich nicht schwer. Es geht, ist immer nur so umgucken, aber es ist halt auch viel Brain, Muscle Memory und so. Aber ich glaube, wenn du das Spiel 7-mal durchgespielt hast, dann ist es nicht mehr schwer oder bei weitem nicht so schwer, als wenn du Dark Souls 7-mal durchgespielt hast. Aber ja. Es ist auf jeden Fall nicht so das einfache Spiel, weil so wie ich spiele, ist es ja im Prinzip blind. Ne? Jemand, der das jetzt öfter spielt, der weiß ja ganz genau, wann der wohin muss. Und das ist ja bei mir definitiv nicht der Fall. Ja, aber um es kurz zu fassen, ich mag schwere Spiele. Also nicht nur, ich liebe es auch mal zwischendurch einfach mal mich so ein bisschen berieseln zu lassen. Und dann stelle ich auf den Schwierigkeitsgrad auf leicht, gerade so bei Shootern, weil ich in Shootern mega scheiße bin. Also wenn ich die privat spiele. Ne? Wenn ich jetzt einen Shooter Let's Playen würde, was äußerst unwahrscheinlich ist, würde ich den natürlich. Ha, gesehen! Aber ich wette, da kommt noch eine zweite Kugel, das wäre so typisch Tomb Raider 3. Ja. Also ich mag schwere Spiele, aber ja, ich wusste es doch. Ja, ich bin euch einen Schritt voraus, ihr kleinen Ficker. So, und gleich kommt da jetzt Gift und ich werde vergiftet, wahrscheinlich. Oder eine dritte Kugel. Also es ist. Ah, tatsächlich. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Okay. Da ist die dritte Kugel. Also ja, tun wir gleich mal so überrascht, als wenn uns eine Kugel folgt, aber dann. Ja gut, wir können an der Wand stehen bleiben und dann nach links einfach ich zeige euch mal hier. Wir spurten jetzt und dann machen wir nach links das hier. Oder kann ich das eventuell sogar? Nee, kann ich nicht, okay. Ah, so wollte ich das nicht. Und da ist Feuer. Okay, danke Spiel. Wie soll man das denn schaffen? Ich hätte noch eine andere witzige Idee tatsächlich. Ich weiß jetzt nicht, ob das funktioniert. Also, meine erste Idee ist halt den Triggerpunkt. Ja, okay. Meine erste Idee war, dass ich mich quasi so nach links hangle, um diesen Triggerpunkt nicht zu aktivieren, dass die runterfällt. Das hat nicht funktioniert. Und die zweite Idee war genau das, was ihr hier gerade gesehen habt. Das ist auch eklig. Dann schaffst du das, hast eventuell lange nicht mehr gespeichert und dann. Okay, dass jetzt hier eine vierte kommt, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Ich sag, wie es ist, okay. Ja, die schlauen Spieler werden mit zwei Bällen rechnen. Den dritten werden sie sehen und sich denken, ah, die können mich mal. Aber sie werden nicht damit rechnen, dass noch ein vierter kommt. Wir sind so bösartig. Ja, so war es damals an dem Dienstag, dem 13.02.99 in der Kantine von Core Design. Genau so. Ich war dabei. Deswegen kann ich euch das erzählen. Okay. Juti Guti. Das reimt sich nicht mal und klingt dämlich. Aber egal. Wir nähern uns irgendetwas. Vielleicht einem komischen Fledermausschwarm, der selbst in der neuen Engine hässlich ist. Vielleicht aber auch einem Schalter oder etwas anderem. Man weiß es nicht, aber wir nähern uns. Aber natürlich langsam, um Spielzeit zu strecken, muss natürlich hier. Ich meine, es ist natürlich ja auch, ja. Wo hält sie sich daran eigentlich fest in der klassischen Version? Ne? Das war die Immersion, ich sag's euch. Aber das war früher gar nicht so schlimm, dass du hier so lange an so einem Level gesessen hast. Gut, jetzt ist es scheiße, weil ich habe ein Kind und eine Frau und habe eigentlich nur 2 Stunden Zeit. Und bin hier quasi nicht nur unter dem Stress, reden zu müssen, sondern auch, was heißt der Stress? Reden zu müssen ist gar nicht da eigentlich. Für mich zumindest. Aber ja, wenn man vielleicht das mit neu anfängt als Let's Player. Aber dieser Stress, das schnell schaffen zu müssen, um gleichzeitig aufnehmen zu müssen. Ich meine, ich könnte natürlich auch eine Pause machen, aber ich habe keinen Bock zu rendern. Ich sag's, wie es ist und deswegen machen wir das lieber so und ich gucke zwischendurch nach. Hatten wir, glaube ich, schon mal darüber geredet. Ist jetzt auch kein Mimimi. Ich meine, wenn euch das nicht gefällt, werdet ihr sicherlich irgendwann ausgestiegen sein. Aber ich versuche es ja hier auf meine Art zu machen und das ist ja ein Hobby. Ich will nicht, dass du dich immer rechtfertigst. Ja, es tut mir leid, aber fick dich. So. Ja. Okay, das sieht sehr gut aus. Da will ich doch hin. Der Sprung hier ist auch eklig. Da könnte ich mir vorstellen, wenn man den zu weit links macht, dass man dann an dieser Wand hier hängen bleibt. Aber natürlich hat Barry als professioneller oder möchte gern professioneller
Tomb Raider-Spieler, der kriegt das hin. Ne? Das ist ein geiler Typ. Wie sehen die denn in alt aus? Die sehen sogar in alt fast besser aus als in neu. Ja. Lass mal so dargestellt. Okay. Hingestellt, wollte ich sagen. Okay. Hä? Ach so, wartet mal. Hier sieht man das gar nicht, ne? Aber da sieht es so aus, als würde ich auf einer Plattform vor irgendwas landen. Und dann einen Hebel drücken und dann beten wir, dass wir nicht den ganzen Weg zurücklaufen müssen. Hallo? Kette? Was hat mir das gebracht? Und jetzt brauche ich hier einen Schlüssel, das wäre das Allergeilste. Dann würde ich kotzen. Ach, ich kann wahrscheinlich an der Decke klettern, oder? Sieht jetzt eigentlich... Ja doch, in der klassischen Version kann man so sehen, dass man an der Decke klettern kann. Könnte man. Wenn man wüsste, wie es funktioniert, Barry. Ja, du bist inkompetent. Die sind entlassen. Hä? Ich weiß es nicht, wann ich das letzte Mal gespeichert habe, ist auch egal. Ich habe jetzt so viel AP verloren, deswegen... Ich könnte natürlich auch noch weiterspringen, aber was würde mir das bringen? Ach, wartet mal, das ist bestimmt so, dass ich das erst ganz am Ende des Levels oder so benutzen muss. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir vorstellen. Aber ich kann mir auch vieles vorstellen. Ja, von hier komme ich nirgendwo mehr hin, oder? Hä? Ich denke wahrscheinlich viel zu viel nach. Wieder kurz davor nachzugucken. Ah, da war ein Speicherkristall irgendwo, oder? Ne, ich habe Haras, okay. Ich habe Paras. Ich wechsle mal auf die klassische, ob man hier irgendwas übersehen kann, wenn man hier lang fährt. Achso, da kommen Stacheln hoch. Ja, warum auch nicht? Kann ich hier eventuell hochklettern? Ja, die Kamera verrät's, okay. Ja, gut, hätte ich jetzt ohne diese Kamerafahrt tatsächlich. Und die lachen mich auch schon wieder aus. Hätte ich das jetzt nicht so gecheckt. Enger Gang. Hoffentlich keine Gegner. Oh, ich hasse mein Leben. Ja gut, dann vergifte mich halt, Jochen. Ist mir egal. Frag, ob hier noch ein Jochen ist. Steht irgendwo... Ah, hier ist ein Hebel, okay. Ja, wir nehmen erstmal ein Medipack, bevor wir zu viel verlieren an HP. Machen wir wieder den Move, dass wir speichern, damit wir wissen... Wo was aufgegangen ist, notfalls. Ich glaube, das ist gar nicht so dumm. Ah ja. Ich kann mich ganz genau erinnern, als ich da war. Immer wenn man überhaupt keine Ahnung hat, wo das sein könnte, kommt so eine Sequenz. Okay, das hat besser geklappt, als ich vermutet habe. Ich glaube, er hat mich nicht vergiftet, oder? Hervorragend. Ich war jetzt sehr skeptisch, weil das Licht angegangen ist. Da dachte ich mir, da muss doch ein Gegner kommen. Aber oh, hier sind bestimmt überall Gegner. So, jetzt ist das jetzt... Ach, jetzt hat sich bestimmt irgendwas... getan. Hoffen wir mal. Kommt auf jeden Fall bedrohliche Musik. Ja, wir fahren jetzt mal mit unserem wunderschönen Bötchen weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt diese eine Tür da aufgegangen ist. Ich weiß es nicht, aber wäre nicht noch ein Krokodil? Ach ne, das haben wir umgebracht. Ja, also wie gesagt, das Bootsfahren. Also das mit dem Feuerdingern da, das fand ich bisher an dem Level. Ich weiß natürlich nicht, wie lange das Level noch geht, aber das fand ich bisher am ätzendsten. Schwieriges Wort. Und das Wenden hier ist auch nicht so geil. Dass man das Bootsfahren kritisieren kann, ja.
Aber gut, wir warten mal bis zum Ende des Levels ab. Wer weiß, was hier noch passiert, ne? Also, nicht das Levelende vor dem Abend loben. Steuert sich jetzt nicht wie Wave Race 64, aber das war ein tolles Spiel. Wave Race 64, das war... oder ist toll. Oh, fuck. Hier sieht man es besser. Steuerung! Wo muss ich überhaupt hin? Man weiß es nicht, ne? Lass mich mal von dem Ding hier treiben. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob ich hier links oder... Ach, Feuer kommt auch noch. Ich hänge hier fest. Hallo, Lara. Oh, das ist jetzt fies. Alter. Ist es komplett raten, ob das hier der richtige Weg ist? Ich weiß es nicht. Es ist 50-50 Chance. Okay, es war der falsche Weg. Yay. Lade ich jetzt einfach. Ich bin da. Ach, vielleicht muss ich aber auch woanders hin. Ach man, das ist jetzt hier so richtig doof, ne? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Deswegen laden wir lieber, weil wir dann wieder beim Ausgangspunkt sind. Wahrscheinlich werde ich gleich wieder die gleiche Strecke fahren. Ich kenne mich doch. Oh, jetzt muss ich hier wenden. Oh Gott. Ja, ich werde definitiv nochmal speichern, wenn ich hier gewendet habe. Steig doch einfach anders ein. Ja, geht hier nicht, weil ich hier an der Wand bin. So, Lara, einmal bitte wenden, damit Barry nochmal speichern kann. Oh, das ist aber auch... Ja, wenden in drei Zügen ist das nicht. Okay, speichern. Einfach um die 30 Sekunden zu sparen, weil ich gleich eh nochmal sterben muss. Ja, es ist schon nicht so einfach. Vor allem muss ich jetzt hier einmal komplett drehen, weil sonst kann ich gleich... Bei dieser Falle, ich weiß gar nicht, ob ich da links lang kann. Ach, welchen Weg bin ich jetzt eben gefahren? Warte mal. Weil, es ist nur ein Weg möglich, glaube ich, ne? Kann das sein? Da kann ich ja gar nicht lang. Okay, Barrys Fehler. Ach, da sind zwei Wege, oder? Ich hänge in der Wand fest. Liebe Lara. Oh mein Gott. Welchen bin ich denn eben gefahren? Den hier nicht, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Kann ich den hier... Oh, ja, wenn man da andockt, fliegt man zurück. Oh mein Gott. Ah, das fühlt sich falsch an, was ich hier mache. Aber das Tor ist ja nicht auf. Ich meine... Ist jetzt halt komplett raten, welchen Weg du nimmst. Ne? Ich meine, wenn du das jetzt weißt... Okay, da ist ein Speicherkristall. Was jetzt nicht heißt, dass das hier richtig ist, aber... Wir müssen es ausprobieren. Und im Zweifel gucke ich gleich einfach nach. Da wäre noch Munition gewesen. Hier rechts war ja eben das Medipack. Okay, hier ist ein Geheimnis. Da komme ich gar überhaupt gar nicht lang, oder? Nee, das Spiel will nicht, dass ich dahin gehe. Jedes Mal, wenn ich am Rand bin... Okay. Tun wir uns allen einen Gefallen und laden. Ja, die Katze hat schon Hunger, weil ich hier so lange aufnehme. Ihr hört es wahrscheinlich leicht im Hintergrund. Aber keine Sorge. Eine halbe Stunde. Also er kriegt immer um 9 Essen und versucht dann immer eher zu kriegen und jault ab 8:30 rum, der arme Kleine. Noch einen Grund nachzugucken, wo ich hin muss. Oh, die Piranhas buggen da fest, nice. Ja, wir wollen jetzt alle das Level beenden. Dann kann ich die Katze füttern. Dann kann ich duschen. Spricht alles dafür, eigentlich gleich nachzugucken, wo ich hin muss. Hallo Piranhas. Ah, von hier komme ich doch, ne? Ah, ich gucke jetzt einfach gerade mal nach. Jetzt sterbe ich natürlich nicht. Ah, egal. Es geht, glaube ich, voll fit, wenn ich das mache. So.
Wo muss ich denn hin? Es gibt einfach zu viele Möglichkeiten. Ich habe gerade keinen Bock, mit diesem langsamen Kanu überall abzufahren. Aber wir sind auch erst bei der Hälfte des Levels. What the fuck? Wobei, nee, stimmt nicht. So, er ist jetzt auch dahin gefahren, hat die komischen Reptoiden hier getötet. Bei ihm war es ein Reptoid mehr, okay. Oder ich bin dumm. Oh, jetzt buggt das Video von dem, wo ich mir das angucke. So, was macht denn unser Wunder? Okay, es ist nur noch 2 Minuten lang. Also theoretisch, wenn man den Weg weiß, scheint es kurz zu sein. Deswegen gucken wir uns das jetzt einfach mal an, wie der diese Tür aufmacht. Ich hoffe einfach mal, dass ich hier nichts übersehen habe. So, welchen Weg nimmt er denn? Kann ich irgendwie doppelte Geschwindigkeit machen? Ja. Ach, selbst in doppelter Geschwindigkeit ist das Kanu langsam. Oh mein Gott. Was macht er denn? Also, es kann nicht mehr so viel in dem Level sein, eigentlich. Oh, das ist jetzt nicht dein Ernst. Oder das ist ein Secret. Oder ist es hier auch rum? Ich gucke es jetzt einfach mal an. Da wäre ich niemals drauf gekommen. Niemals. Ich sag euch, wie es ist. Deswegen ist es ganz gut, dass wir nachgeguckt haben. Das ist ja direkt. Okay, das Level ist wirklich danach direkt vorbei. Ja, okay. Also, ich hätte jetzt gedacht, da ist ja in dem einen Raum diese Tür, dass wir da durch müssen und dann das Level vorbei ist. Und ich wäre jetzt alle Gänge mit diesem Kanu hier, hätte ich mir angeguckt, ob da noch irgendwo ein Hebel ist. Und ich hätte mindestens eine Stunde gebraucht. Jetzt seht ihr, wie man das Level abschließt. Also, ich bin ehrlich, darauf wäre ich nicht gekommen. Vielleicht hätte ich es irgendwann. Wobei, ich wollte mich ja gerade umbringen, dann hätte ich es rausgefunden. Weil ich wollte gerade eigentlich das Video, also im Internet gucken und euch währenddessen hier runterfallen lassen, damit sie tot ist und ihr sie Todesanimation habt zur Unterhaltung. Das war so meine Idee. Ne? Aber das hier ist tatsächlich der richtige Weg. Und ich bin tot. Hä? Wieso bin ich denn jetzt tot? Der ist da doch auch runtergesprungen in dem Video und hat gelebt. Jetzt bin ich ja vollkommen perplex. Leute, das finde ich nicht so geil. Es scheint auch nicht der richtige Weg zu sein, weil wir dafür ein Achievement bekommen haben. Aber es ist mir auch scheißegal. Der hat das eben geschafft, der Junge. Aber der ist auch ein bisschen mehr hier gewesen. Vielleicht mit weniger Geschwindigkeit? Okay. Ja, hier ist jetzt noch ein Krokodok. Ach, das ist nicht der richtige Weg. Okay, dann hätte ich es auch schon das zweite Mal. Ja gut, das habe ich jetzt ja gegoogelt. Das ist jetzt natürlich. Da will ich mich hochziehen. Hoffentlich bringt er mich nicht um, weil ich habe noch nicht zwischengespeichert. Ich sagte, hoffentlich bringt er mich nicht um. Ja, okay, es gibt Secret End. Also das war mir tatsächlich überhaupt nicht bewusst, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Ich kann natürlich jetzt so tun, als wüsste ich das. Ja gut, man hat früher keine Erfolge bekommen, ne? Deswegen hat man wahrscheinlich einen Ausgang genommen und da war der, den man kannte als Kind. Also dadurch, dass ich das Spiel nur einmal durchgespielt habe, 1999 oder 2000, wann ich damit auch immer durch war, war mir nicht bewusst, dass es in Tomb Raider 3 immer mehrere Wege gibt. Das hatten wir auch bei diesem anderen Tempel, wo wir da durch den Nebeneingang irgendwie gelaufen sind. Ja gut, die YouTuber, die das irgendwie zeigen wollen, ne, die zeigen die schnellste Variante. Und ich bin natürlich immer dafür da, die schnellste Variante zu schaffen. Nein, weil es komplett random. Aber dann bin ich ja dem YouTube-Kanal, wo ich das geguckt habe, sehr dankbar, dass ich die schnellere Version gesehen habe. Oh, scheiße, da ist noch ein Schnappi. Wollen wir Schnappi noch töten? 2 Schnappis. Es ist die Frage, ich werde hier gleich auch noch mal rumschwimmen und gucken, ob hier noch ein irgendwelche Secrets sind, also irgendwelche Munition oder Waffen. Also wird sich das Video noch auf 1 Minute verzögern. Weil wenn man das Level beenden will, läuft man durch diese Tür. Werden wir auch gleich tun, aber wir haben jetzt mit Crocodox gespielt.
Gehen wir zumindest einmal hier so durchschwimmen. Okay, da waren wir eben. Hier scheint nichts weiteres mehr zu sein. Ja, okay, dann wird es so sein, dass wir hier einen Secret Exit benutzen. Aber dann wird es auch so sein, dass der Weg da oben irgendwo einen Schalter zu suchen, um dann die Tür aufzumachen, das würde wohl auch gehen. Aber ja, frag mich bitte nicht wie. Ich habe es einfach geschafft. 9 von 12 Fundstücken, das ist auch gar nicht so schlecht. Medipacks 3, ja, es ist verbesserbar. Okay. Hier ist kein Reptoid auf dem Ladebildschirm. Ich beschwere mich gleich. Okay. Wie heißt denn dieses wunderschöne Level, in das wir jetzt gehen? Ich überspeichere mal die 2 wieder, damit wir 1 haben, um das Level laden zu können. Das ist wahrscheinlich... Diese Namen sind verwirrend für mein Gehirn gerade. Der Puna-Tempel. Den machen wir beim nächsten Mal. Das sind jetzt mal die identischen Speicherstände. Gibt es auch ein Achievement, unter 400 Mal zu speichern, um das Spiel zu schaffen? Wird knapp. Ja, werde ich definitiv nicht schaffen. Okay. Ja, dann bin ich ja froh, dass ich hier zufälligerweise diesen Secret Exit gefunden habe. Und nächstes Mal machen wir dann das Level hier. Das ist, soweit ich weiß, mal gucken, ob er mich trifft. Oh, sogar 2. Das letzte Level dieser Welt. Das heißt, hier wird es höchstwahrscheinlich auch einen Boss geben. Und guck mal, die spucken uns an und wir bewegen uns immer 1 Meter nach vorne. Mal gucken, wann wir tot sind. Nee, ja, ich bin fertig. Aber wenigstens waren meine schlimmsten Befürchtungen oder sind nicht eingetroffen, dass wir hier länger als 2 Stunden brauchen. Und ich schaffe das Level jetzt nächstes Mal so, indem ich mich von denen treffen lasse und mich nur so fortbewege. Vielleicht. Mal gucken. Ja, nehmen wir die Toten noch mit? Ja. So fühle ich mich tatsächlich auch. Und von daher sehen wir uns nächstes Mal. Bis dann, macht's gut und ciao.